Hallihallöchen, Leute. Lang ist's her. Seit ich das Video zum Cover des Jahres hochgeladen habe. Tatsächlich hatte ich irgendwie sehr viel zu tun zwischendurch, deswegen ist das irgendwie, naja, ein bisschen in Vergessenheit geraten, will ich nicht sagen, aber in den Hintergrund gerutscht. Und vergessen habe ich es aber, wie gesagt, nicht. Deswegen dachte ich, ja gut, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das, jetzt kann ich verkünden, was denn Cover des Jahres geworden ist. Wobei ich sagen muss, das finde ich irgendwie das Allercoolste am Cover des Jahres immer noch ist, dass man halt so aus dem Jahr mal alle Covers Revue passieren lässt und mal guckt, was man überhaupt alles Cooles dieses Jahr so gemacht hat oder letztes Jahr in dem Fall. Und was natürlich auch ganz cool ist, ist natürlich auch, wie das alles bei euch angekommen ist. Die Ergebnisse sind natürlich kein Geheimnis bei euch. Ihr könnt ja einfach nachgucken, wie die Ergebnisse ausgegangen sind. Aber für mich ist es auch ganz cool zu sehen, was euch so gefallen hat. Da steht nämlich auf erster Stelle, dicht gefolgt von Wildfire, das allerneueste Cover letzten Jahres, Kletter weiter zu dem großen Turm. Das freut mich ziemlich, weil ich sehr, sehr lange an dem Text gesessen habe und naja, ich auch eigentlich ziemlich zufrieden bin mit dem Cover. Vor allem finde ich es cool, dass ein Kiko-Song einfach Cover des Jahres geworden ist und ich eigentlich fest damit gerechnet hätte, dass Wildfire gewonnen hat, hätte, Dings da. Ansonsten bin ich eigentlich ja mit allen meinen Covers zufrieden. Aber ich finde es jetzt zum Beispiel nicht schlimm, dass Menschenleben Tanzenwelt nur einen Vote bekommen hat. Ist halt echt nur so ein Derpy-Cover gewesen und theoretisch auch nicht aus 2018, sondern aus 2017, was ich einfach nur dann hochgeladen habe. Aber es ist schon ganz cool. Auf jeden Fall ist das auch nochmal so ein bisschen eine Bestätigung für mich, mich einfach nochmal dran zu setzen und vielleicht, naja, es geht halt nicht immer, aber so gut ich halt kann, deutsche Fancovers zu bringen von Songs, die ich halt cool finde, weil das halt echt immer noch bei euch am meisten und am besten ankommt. Und es ist halt echt schön, dass euch die Arbeit so gut gefällt, wie mir das daran arbeiten gefallen hat und das Endergebnis. Ja, Leutchens, wie gesagt, ihr könnt die Ergebnisse auch einfach nochmal einsehen. Ich habe sie wahrscheinlich sowieso eingeblendet, das ganze Video über oder sowas. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Votes gehabt für ein Cover des Jahres. Holy shit. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich und wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein schönes Ostern. Ach, was weiß ich, wann ihr das seht. Jo. Und sage bis dann, vielen, vielen lieben Dank und auf ein schönes, tolles 2019 mit vielen tollen Covers, hoffe ich. Tschüssi!